Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Marcel von EA Games, und wir spielen weiter Horizon Forbidden West und sind immer noch in Las Vegas und wollen uns die letzte Quest anschauen. Das ist ein tolles Ding. Und zwar ist sie hier unten. Aloy, du kommst genau zur rechten Zeit. Hier drüben. Aloy, welch ein großartiger Tag. Großes liegt in der Luft. Oder wird es bald? Großes, hm? Sieh her, ich nenne es Morlens fantastischer Schwebeballon. Inspiriert von den fliegenden Kugeln der Banuk bei ihren Clankämpfen. Hoch da oben bietet dieses großartige Konstrukt ein Spektakel, wie es noch kein Lebender je gesehen hat. Ohne Last der Schwerkraft lockt dieses schwebende Leuchtfeuer Leute von nah und fern zu unserem Schauplatz der Wunder und Vergnügen. Aber... uns fehlt noch ein wichtiges Teil. Ein mechanischer Brenner. Klein. Fantastisches Design. Allerhöchste Ingenieurskunst der alten Welt. Wir haben ihn gefunden, als wir tief unten weitere Ruinen öffneten und Statuen geflügelter Schlangen entdeckten. Eine solche Statue hatte den Brenner im Maul. Zweifellos Teil eines antiken Feuerspektakels. Oh, Aloy. Er ist perfekt für den Ballon. Aber ein Schwarm Gräber verjagte uns, bevor ich ihn mir schnappen konnte. Könntest du ihn holen, bitte? Okay, Mollen, du hast mich. Ich bin neugierig. Ich hole ihn für dich. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Okay, okay. Geh dahin, wo wir den Flutschlitzer bekämpft haben, nachdem du das Wasser abgelassen hast. Wenn du unten bist, geh nach rechts und such einen Seitenraum. Die besagte Statue ist hoch oben. Bedrohlich wie ein Albtraum. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Fantastisch, danke. Ich warte auf deine Rückkehr. Ganz großartig, was sage ich denn dazu? Wir müssen jetzt schon wieder nach unten. Ja, wir waren nämlich in der letzten Episode schon mal unten und dann gehen wir halt nochmal rein. Danke. Wieso nicht gleich so, echt? Also das ist ein bisschen doof gerade, aber okay. Wo ist der Fahrstuhl hier? Ach, der ist da oben. So, warte mal. Wo ist denn die Treppe hier? Okay, wie auch immer, dann machen wir das halt nochmal. Dann fahren wir nochmal mit dem Aufzug nach unten. Zumindest muss ich nicht mehr runtertauchen. Ja. Okay, ich hätte hier aufsteigen können, aber okay, gut. Wie dem auch sei. So, er sagte da, wo man den Flutschlitzer bekämpft hat. Ich bin da. Vielleicht hier nach unten? Okay, hier sind welche Maschinen. Eieiei.
Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Die scheint der Ort zu sein, aber keine Gräber. Noch nicht. So, mal überlegen, wie man da hochkommt. Heiß wie eine Osseram-Schmiede, würde Eren sagen. Im Raum ist eine Kiste. Aber wie komme ich da ran? Eine Öffnung. Das könnte nützlich sein. So, hier ist eine Kiste. Feuer, Feuerglimmer? Feuer. Wo war denn Feuerglimmer hier? Ah, okay. Okay, ich muss höher rauf, um zur Statue zu gelangen. Und das muss die Statue sein. Okay, ich muss da irgendwie hoch. Ja, gut, man könnte jetzt theoretisch hier, aber... Okay, hier ist eine Kiste. Aber auch noch was. Okay. So, warte mal. Erstmal plündern wir mal die Vorratskisten. So, von hier aus bis dahin, da keine Chance da ranzukommen. Das wird nicht funktionieren. Ups. So, mal gucken, ob das geht. Ja, das geht. Nein! Okay. Ich weiß, wo mein Zugwerfer Halt finden könnte. Okay, das wäre nur, wenn ich da springen möchte. Okay. So. Ha.
holen wir uns den Brenner. Ich glaube, ich vermute schon, was passieren wird. Ich gehe da drauf und in dem Moment knallt das Ding runter. Und die ganzen... Also ich habe aber keine andere Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Geschafft. Den Brenner. Ich sollte ihn zu Morland bringen. So, da ist auf jeden Fall noch was. Ich weiß nur nicht, ob ich da jetzt so... Okay, das geht. Okay, das müssen die sein, die Morland angegriffen haben. Warum wusste ich, dass genau das passieren wird? Ah, scheiße. Wo war ich denn hier jetzt? Hier hoch. Man muss gegen ihn nicht kämpfen, das ist schon mal gut. Ein bisschen Munition sparen. Man konnte doch hier irgendwo... Ah, okay. Das ist eine Leiter. So, wo ist der Vogel? Morland. Ab nach unten. Du bist zurück! Hast du ihn? Hast du das Gerät? Bitte sag, dass du ihn hast. Wir sind so nah an etwas wahrhaft Majestätischem. Bitte sehr, Morland. Oh ja! Ja! Vielen Dank! Ich hoffe, du hattest nicht allzu viele Probleme.
Oh. Dieses Design. Er ist so kompakt. Die Alten konnten so etwas bauen. Er müsste perfekt in das Gehäuse passen. Wir müssen die Lure-Rohre noch anziehen und dann geht's los. Wir? Soll ich den Jungfernflug etwa ohne die Person machen, die sie möglich gemacht hat? Da hat mich meine Mutter besser erzogen. Du solltest die Ehre haben, die Welt so zu sehen, wie sie noch kein Lebender gesehen hat. Was meinst du? Wie könnte ich dazu Nein sagen? Kein Grund zur Sorge. Eine stabile Leine verbindet uns mit dem Boden. Beste Osram-Wertarbeit. Drehen wir die Flamme etwas auf. Oh, wir steigen auf. Sieh nur. Die Welt unter unseren Füßen. Oh, der Himmel zum Greifen nah. Der Brenner heizt die Luft im Inneren auf. Diese wird leichter als die Umgebungsluft. Und wir steigen auf. Genau. Der Antrieb ist nur heiße Luft. Wie bei Stamur. Aber erzähl ihm das nicht. Wir schreiben gerade Geschichte. Der erste erfolgreiche Osram-Flug. Hat es schon mal jemand versucht? Oh ja! Die Geschichte der Osram-Luftfahrt ist faszinierend. Und grausam und regelmäßig höchst entflammbar. Also, das hättest du ruhig vorher erwähnen können. Ach, die anderen scheiterten, weil ihre Maschinen zu schwer und komplex waren. Die mussten abstürzen. Wir nicht. Nur Raum für Piloten, Lohe, ein Brenner, der Ballon und eine Leine. In der Einfachheit liegt die Perfektion. Naja, zumindest kann weniger explodieren. Wenn Abaddon hier wäre, wäre er voll wie ein Weinfass. Extreme Höhenangst. Und betrunken fängt er immer an zu dichten. Er singt plastische Reime über seine gesamte Buchführung. Wenig bekannt ist, dass die Osram-Poesie in den Schmieden im Anrecht geboren wurde. Nur eine kleine Turbulenz. Wir werden die wilden Lüfte bezwingen. Das ist etwas mehr als eine Turbulenz. Fürs Protokoll. Dies war nicht Teil der geplanten Aeronautik. Was war das? Ja, ich glaube, die Leine hat sich losgerissen. Holland! Das ist nur ein kleiner Rückschlag. Aus dir keine Sorgen machen! Das krieg ich hin! Das krieg ich hin! Das... Tropfender Dichtungsregen! Er wird uns rammen! Ich muss zu ihm. Nein! Nein! Ich muss seiner Stimme folgen. Morland sitzt auf der anderen Seite fest. Ich muss die Maschinen beseitigen. What? Oh mein Gott, was war denn jetzt hier los? Ach du. Oh mein Gott, die kommen hier alle hoch. Okay. Okay. So seid ihr also drauf.
Nein! Hey, hey, verschwinde! Los, kusch! Morland. So. Er ist in Gefahr. Ich muss zu ihm. Wir machen uns das Leben jetzt ein bisschen leichter. Ich muss seiner Stimme folgen. Morland sitzt auf der anderen Seite fest. Ich muss die Maschinen beseitigen. Na. So. Ich glaube, weiter komme ich nicht nach oben. So, aber das reicht, glaube ich, schon. Wow, das war wirklich gut. Der ist erledigt. Erledigt. Ah, keine Munition, okay. Ich will hier nicht sterben. Ich auch nicht. Gerade wird es ein bisschen uncool. Okay. Hilfe! Entspann dich doch. Sie wissen, dass irgendwas nicht stimmt. Okay, ich habe noch keinen Schuss frei. Warten. 3. Okay, jetzt. Ich stecke fest! Yes. Okay. Das war der letzte. Ich sollte nach Morland sehen. Warte, Morland! Oh, das wird mir sicher noch nützlich sein. Das ist Reserve für später. Alles in Ordnung? Oh, als uns dieser Wirbel traf, brach alles auseinander. Ich weiß noch, wie wir fielen. Warst du weg? Schon gut. Wir leben noch. Weißt du, was die Ossenhandlungsfahrt angeht, sind wir Pioniere. Sie ist kein allzu beliebtes Forschungsgebiet. Kommst du alleine zurück ins Lager? Das schaffe ich. Aber ich brauche... Du bist zurück. Sollen wir fortfahren? Entschuldige, ich musste mir etwas ansehen. Du hattest was gesagt, bevor ich ging.
Also, wie ich bereits sagte, das schaffe ich. Aber ich brauche den Brenner. Er fiel ab, als wir angegriffen wurden. Ich kann alles ersetzen, außer ihm. Okay, dann los. Hast du eine Ahnung, was uns getroffen hat? Im Wirbel konnte ich es nicht gut erkennen. All das Kreischen und Blitzen? Bestimmt war es ein Sturmvogel. Ach, scheußliche Maschine. Wenigstens ist sie mit dem Sturm verschwunden. Immer gut, einen Vorrat zu haben. Oh. Aloy, könntest du einen Weg hinüber suchen? Wir brauchen nur eine Brücke über den Spalt. Okay, interessant. Ich bin jetzt hier zwar drüben. Kriege ich denn das Ding? Ja, egal, lass ihn doch da. So, wir gucken erstmal, was es hier gibt. Saunatruhe. Der Schildflügel hält. Ich glaube, ich habe eine Brücke gefunden. Ah, der Baum, okay. Habe ich natürlich jetzt nur durch Zufall gesehen. Effizient und effektiv. Du wärst eine gute Osseram. Ich sehe ihn. Der Brenner, er liegt direkt unter dem Sturmvogel. Oh, ja, ich sollte keine Sicherheitsvorhersagen mehr machen. Oh nein, nicht so. Es muss der sein, der uns runtergeholt hat. Wir müssen ihn töten, um den Brenner zu holen. Bereit? Bereiter geht's nicht. Ich könnte es mit Säure probieren. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken. Mal scannen. Nicht Morlun scannen. Ich will den Sturmvogel scannen. Okay, egal. Wir nehmen mal jetzt hier, ich glaube, damit Feuer. Schau mal. Okay, das war gut. Ist das Teil noch intakt? Thank you.
Okay, warte mal, wir müssen es anders machen. Wo ist der blöde Vogel hier jetzt? Hä? Wo ist er denn jetzt? Oh mein Gott, okay. Was? Mein Gott, wo ist sie denn jetzt? Ah, oh Gott, was macht sie denn jetzt? Ja, Munition, ey. Weit. Wo ist der Vogel denn jetzt? Ich glaube, jetzt könnte ich ihn wegbomben. Yes! Er ist tot! Bei meinem Stahl! Oh, der Sturmvogel hatte es auf mich abgesehen. Aloy, hier drüben, wenn du einen Moment hast. Entschuldige, ich musste etwas machen. Du hattest was gesagt, bevor ich ging. Gefunden. Ha, nur ein feiner Haares im Gehäuse. Das kann ich mit etwas Punktschweißen richten. Wenn sich nicht der Boden auftut und uns verschluckt, würde ich sagen, wir sind in Sicherheit. Du hast wieder dein Leben riskiert. Für mich und meine Träume. Ich wünschte, ich hätte Stemmos Worte, um dir zu danken. Du hast mich zum Bau eines neuen, verbesserten Ballons inspiriert. Eine Kombination aus Spektakel und Sicherheit. Oh, welche Ehre. Aber ich lasse Abaddon und Stemmo beim nächsten Flug den Vortritt. Der Sturmvogel. Wir sehen uns im Lager. Ich muss über so viel nachdenken, so viele Ideen ergründen. Auf ein Wiedersehen. Mögen deine Werkzeuge nie brechen und deine Fantasie niemals Grenzen finden.
Leb wohl, Mollen. Bei meinem Stab. Okay. Cooler Quest. Hat Spaß gemacht. So, jetzt sammeln wir nochmal schnell das Zeug hier mal auf. So, hier war auf jeden Fall noch eine Kiste hier, glaube ich, irgendwo. Jägerpfeile, okay. Der Beutel ist voll, aber im Rucksack ist noch Platz. So, jetzt schauen wir mal, wo wir überhaupt sind. Wir sind hier, okay. Gut, hier wäre auch noch was. Wenn wir schon hier sind, schauen wir uns das mal an. Ich weiß gar nicht, muss ich dann hier rein? Nee. Ich müsste hier... Aber hier ist ja auch noch was. Ja, guck mal. Sieht aus wie ein Pfad oder sowas. Bin mir aber nicht sicher, ob das Sinn macht, da überhaupt hinzugehen. Ich komme da ja eh nicht nach oben. Okay, nachher egal. Komm, wir gehen runter. Wie das rauscht. So, und jetzt müssen wir hier nach oben, glaube ich. Gott, was geht denn jetzt ab? Ha!
Wo ist der Typ denn jetzt hin? Ah. Mein Gott! Boah, wie viele Leute sind denn hier jetzt? Verdammte Axt. Okay. So, wo waren die denn jetzt? So, ich glaube, das war's, oder? Meine Güte, ey. Oh mein Gott, das war aber echt gerade eine Überraschung, würde ich mal sagen. Okay, Freunde, so, in der nächsten Episode machen wir dann, denke ich mal, weiter mit der Hauptstory. Wir hätten hier allerdings noch Beuteunternehmer, oh cool. Und Reliktruinen, ja, einiges ist noch hier zu tun, aber wir gucken mal, was wir dann machen. In diesem Sinne, haut rein, ich danke euch und ciao.